Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Ich bin gerade fertig geworden mit meinem Stream und möchte euch jetzt einfach nochmal hier zu später Stunde an meinen Gedanken teilhaben lassen zu dem Spiel, was ich aktuell im Stream spiele. Und habe mir gedacht, ich mache da vielleicht so eine Art kleines Review draus. Habe auch ein bisschen was vorbereitet, meine Gedanken vorab schon mal auch ein bisschen festgehalten. Aber ich möchte das jetzt einfach mal alles rauslassen. Um welches Spiel handelt es sich? Im deutschen oder im europäischen, amerikanischen Raum kennt man es als Resonance of Fate. Im japanischen End of Eternity genannt, ist es 2010 erschienen. Und zwar in Japan am 28. Januar 2010 und in Europa am 26. März 2010 für die PS3 und Xbox 360. Entwickler ist TriAce und gepublished wurde das Ganze von Sega. Warum dieses Review? Ganz einfach, bin davon überzeugt, dass dieses Spiel etwas Besonderes ist. Ich habe jetzt ungefähr 30 Stunden darin verbracht, bin noch nicht komplett durch, bin aber sehr fortgeschritten in der Story und will deshalb das Ganze einfach mal zusammenfassen, weil das Game echt was Besonderes ist und Einzigartiges, meiner Meinung nach. Aber rollen wir das Ganze wieder von hinten auf, gebe ich mal so einen kleinen Roundup zur Handlung, was denn dort genau passiert. Also die Ausgangssituation ist, die Erde ist unbewohnbar geworden durch ein komisches Gift, giftige Dämpfe, irgendwas so in der Richtung. Und diese Dämpfe verursachen Krebs bei den Leuten. Und auch die Erde ist quasi unbewohnbar geworden. Also hat sich die Menschheit gedacht, bauen wir ein gigantisches Konstrukt, was wie so ein Turm aussieht, das Ganze. Und das ganze Ding haben sie Basel genannt. Und in diesem Turm gibt es ein System, das sich Zenith nennt. Und dieses System ist wie so eine Art auch Luftfilterung, was halt die Luft von diesen Giftdämpfen filtert. Soweit, wie ich das verstanden habe. Im Laufe der Zeit hat sich dann um diesen Turm herum eine Zivilisation gebildet. Unten um den Turm herum Städte, also wie eine große Stadt, kann man sich das eigentlich vorstellen. Und mit der Zeit hat sich auch um den Turm weiter oben wie so Ebenen, Plattformen gebildet, wo auch Menschen leben. Und man kann sich das so vorstellen, ganz oben wohnen die gut betuchten, reichen, schönen, wichtigen Menschen. Und je weiter man nach unten kommt, desto schäbiger wird es und desto gruseliger wird das Klientel, will ich mal sagen. Also da wohnen dann die gefährlichen Leute, Banditen, allen drum und dran. Genau, das ist so die Ausgangssituation. Darin spielt auch das Ganze, die ganze Story spielt in diesem Bereich. Und geführt wird dieses Konstrukt oder diese Gesellschaft von einem politisch-religiösen Angehauchten. Also die Führungskräfte sind religiös angehaucht. Also es hat so diesen christlichen Einschlag mit Gott. Die Oberhäupter heißen Kardinäle und die leiten halt diese Geschicke der Menschheit. Mehr möchte ich zur Story gar nicht sagen. Man sollte mal die selbst erkunden. Es gibt ja den einen oder anderen Twist, den ich natürlich noch nicht verraten möchte. Fokus liegt auf drei Hauptcharakteren. Der erste ist Vacheron, ein Anführer einer Jägertruppe. Auch er hat eine sehr bewegte Vergangenheit, die im Laufe der Geschichte aufgedeckt wird. Auch dazu möchte ich nicht zu viel sagen. Aber Vacheron hat Zephyr kennengelernt bei einem Auftrag, wo er ihn, also Vacheron, sollte Zephyr eigentlich töten. Aber stattdessen hat er ihn in seine Truppe mit aufgenommen. Was es mit Zephyr auf sich hat, wird auch angerissen während der Story. Und dann gibt es noch einen weiblichen Charakter, nämlich Leanne. Und mit Leanne hat so auch seine Besonderheiten auf sich. Also alle drei haben eine bewegte Vergangenheit, die eben dann mit der Story ergründet wird.
Leanne ist mit in die Truppe gekommen. Sie wollte sich das Leben nehmen, hat sich in den Abgrund gestürzt, wird dabei aber von Zephyr beobachtet und gerettet. Und ja, somit wurde sie dann in das Duo mit aufgenommen und das Duo ist jetzt ein Trio. Und diese drei begleiten wir. Jetzt mache ich den Sprung zum Gameplay, weil das Gameplay ist der wahre Kern des Spiels, will ich mal sagen. Na, also die Erzählung wird in Kapiteln vorangetrieben. Zu Beginn jedes Kapitels und zum Ende jedes Kapitels bekommt man Storyfetzen vorgeworfen. Man bekommt die Story so häppchenweise serviert. Mit jedem Kapitel wird das Bild immer etwas deutlicher. Am Anfang habe ich mich schwer getan. Habe mir gedacht, worum geht's jetzt? Keine Ahnung, was die von mir wollen. Macht alles nicht Sinn. Aber je länger man spielt, desto mehr Sinn macht es und desto interessanter wird auch alles. Fangen wir mal mit dem Kampfsystem an. Das Kampfsystem ist rundenbasiert. In einer Art Arena oder Areale findet es statt. Man kann sich frei bewegen in dieser Arena und man kann seine Charaktere frei positionieren in dieser Umgebung. Und Position spielt auch eine wichtige Rolle. Da komme ich gleich zu. Was das Ganze Besonderes macht, vom Waffentypen her, man hat Schusswaffen. Und zwar zwei verschiedene Typen. Zum einen eher so die Pistolenrichtung, so kleine Handfeuerwaffen und Maschinengewehre. Uzi-mäßig rennt man dann rein. Und beide Waffenarten haben auch ihren ganz eigenen Kniff. Aber jetzt wird es kompliziert, das so ein bisschen zu erklären. Also, es gibt verschiedene Arten von Schaden. Es gibt Streifschaden und Direktschaden. Der Streifschaden wird in dem Spiel blau dargestellt, verwundet den Gegner quasi. Und dieser Streifschaden muss in direkten Schaden umgewandelt werden. Der Streifschaden wird blau dargestellt, der direkte Schaden rot. Heißt also, ich will meinem Gegner Schaden machen, renne zuerst mit der Maschinenpistole rein, um blauen Schaden zu machen. Der grüne Lebensbalken wird blau bis zu einem gewissen Punkt. Und dann komme ich mit der Handfeuerwaffe und dieser blaue Schaden wird in roten Schaden umgewandelt und der Lebensbalken vom Gegner geht runter. Heißt also, taktischerweise gehe ich häufig zuerst mit dem Maschinengewehr rein, baller den Gegner runter und komme dann mit einem Schuss von der Handfeuerwaffe, reicht das schon aus, um diesen blauen Schaden in roten Schaden umzuwandeln. Klingt erstmal kompliziert, aber so läuft dieses Prinzip ab und so ballert man quasi seine Gegner weg und versucht, die runterzuballern. Das Ganze hat dann eben noch so eine technische oder besser gesagt strategische Komponente, weil der Gegner auch Rüstung hat. Also muss ich erstmal gewisse Rüstungsteile wegschießen oder gewisse Waffenteile vom Gegner wegschießen. So viel zum Thema Schaden. Dann kann ich meine Waffentypen auch aufladen. Heißt, wenn ich mich auf den Gegner zubewege, oder wenn ich den Angriff ausführe, besser gesagt, rotiert meine Waffe und lädt sich auf. Gewinnt auch immer mehr an Geschwindigkeit und kann sich ja quasi aufladen. Und die Aufladung ist so hoch, wie mein Waffenlevel auch ist. Heißt, je höher meine Aufladung ist, desto effektiver wird auch der Angriff. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt auch Granaten, die man werfen kann. Oder Molotow-Cocktails, das ist auch noch so eine Waffenkategorie. Also wir haben quasi drei Waffenkategorien. Die Handfeuerwaffe, das Maschinengewehr und Granaten, die ich werfen kann. Hinzu kommt auch noch, dass je mehr ich eine Waffe einsetze, steigt mein Level. Also mit dem Schaden, was ich mache, steigt mein Waffenlevel. Das sind so quasi die Erfahrungspunkte. Also Schadenspunkte sind gleich die Erfahrungspunkte. Und so kann ich dann innerhalb dieser drei Waffenkategorien meinen Charakter aufleveln. Also man muss quasi die Waffen durchrotieren, damit das Charakterlevel steigt. Damit dann die Lebenspunkte steigen. Und außerdem erlangt der Charakter Fähigkeiten, wenn ich den Waffentyp weiter hochlevele. Hinzu kommt dann jetzt noch sogenannte Heldenangriffe und wir haben unten am Bildrand auch eine Heldenleiste, die mit dem weiteren Spielverlauf immer weiter ansteigt. Und ich kann einer dieser Heldensteine quasi gebrauchen, um Heldenangriffe zu machen. Und dann kann ich meinen Charakter quer durch den Raum schicken. Er ist dann für den Zeitpunkt unverwundbar, nimmt keinen Schaden, wenn man auf ihn schießt. Und fliegt dann zum Beispiel stylisch durch die Luft und kann eben mehrmals hintereinander angreifen,
innerhalb so einer Aufladung. Innerhalb dieses Angriffes kann man dann zum Beispiel auch noch Bonusangriffe machen. Wenn der Gegner zum Beispiel in der Luft ist, wird dann eine gewisse Sequenz getriggert. Ich muss meinen Balken irgendwo im gelben Bereich stoppen und dann kann ich so eine super Ladung machen. Die Ladung geht ganz schnell, lädt sie sich ganz schnell auf. Man schießt quasi wie auf so eine Piñata auf seinen Gegner ein. Da kommen dann auch ganz viele zusätzliche Items aus ihm rausgeflogen. Also es hat wirklich was von einer Piñata, die auseinanderfliegt quasi, wenn man dann auf den so einballert. Es gibt auch da, es gibt verschiedene noch Bonusangriffe, auch wenn der Gegner in der Luft ist, kann man hochspringen, um ihn auf den Boden knallen zu lassen. Hat auch nochmal einen zusätzlichen Effekt. Was noch zusätzlich einen taktischen Tiefgang mit einbringt, sind Statuseffekte, die man bei den Gegner auslösen kann. Also man kann ihn zum Beispiel in Öl versetzen, dann ist er langsamer und zeitgleich anfälliger für Feuerattacken. Das nur mal so als Beispiel, aber auch Statuseffekte spielen eine wichtige Rolle und bringen taktischen Tiefgang mit hinein. Noch eine Ergänzung zum Gameplay und der Heldenleiste. Wenn diese Heldenleiste auf Null geht, also dort kein Stein mehr ist, dann kommen wir quasi in so einen Gefahrenmodus, Panikmodus. Und wir nehmen dann auch direkten Schaden. Wir verlieren auch Steine, wenn der Gegner uns zu viel Streifschaden macht. Also wenn unsere grüne Leiste einmal komplett blau runter ist, dann verlieren wir auch diese Heldensteine und können dann, wenn wir gar keine Heldensteine mehr haben, direkten Schaden nehmen. Und die Charaktere geraten dann noch in Panik, zappeln rum und sind eigentlich zu fast nicht mehr zu brauchen. Also wenn man einmal in diesen Panikmodus verfällt, ist es ganz schwer, da wieder herauszukommen. Wir bekommen Heldensteine zurück, wenn wir Gegner umlegen oder wenn wir ein Rüstungsteil von dem Gegner absprengen oder wenn wir die Arena geklärt haben, dann füllt sich alles automatisch wieder komplett auf. Auch die Lebenspunkte kommen dann zurück, sodass man in die nächste Arena wieder mit Full Life reingeht und einer vollen Heldenleiste. Was ich auch angedeutet hatte, Positionierung ist recht wichtig. Man kann noch einen ganz speziellen Heldenangriff zu dritt ausführen, so eine Art Dreiecksangriff. Heißt, ich muss meine Charaktere irgendwie in Dreiecksformation bringen. Idealerweise steht der Gegner dann in der Mitte, auf den ich es abgesehen habe, und kann dann auch wieder für einen Heldenpunkt, kann ich einen Dreiecksangriff ausführen. Und da rennen die drei, diese Dreiecksformation ab und laden gleichzeitig ihre Waffenangriffe auf, also quasi ganz einfach gesagt, alle drei greifen zeitgleich an und damit kann man auch sehr viele spektakuläre Angriffsszenarien durchspielen und es ist auch sehr effektiv. Hinzu kommt auch noch in den Arealen, es gibt Höhenunterschiede manchmal, es gibt Bunker, wo man sich hinter verstecken kann, also so, aus dem man dann auch schießen kann. Also es gibt da so in diesen Arenen schon sehr taktischen Tiefgang und gerade auch bei den Bosskämpfen muss man das ein oder andere Mal nachdenken, wie man das Ganze angehen möchte. Man bekommt auch öfters mal auf den Sack und die Gegner machen einen komplett nackig, aber das macht ja auch so für den Reiz aus. Reingehen, sterben, wieder reingehen, feinjustieren, gucken, was kann ich machen, um dann irgendwie den Boss oder auch normale Gegner zu legen. Weil da gibt es schon den ein oder anderen taktischen Kniff, den man da schon anwenden muss und den man berücksichtigen sollte. Dann gibt es eine kleine Oberwelt. Wir können uns in Basel direkt bewegen, hat aber auch den Kniff, wir müssen neue Wege erst freischalten, eben über Energieplatten, kann ich es ausnennen. Also die Wege müssen erstmal mit Energie versorgt werden. Die haben alle so eine hexagonale Form, also sind alle in Form von einem Hexagon. Und da müssen wir die Oberwelt erstmal freibauen. Da finden wir auch öfters mal Schatzkisten mit allerlei Gedöns drin und wir müssen uns halt quasi wirklich einen Weg zu den einzelnen Orten bauen. Dafür haben wir dann normale Platten, als auch farbige Platten, wenn wir spezielle Gebiete öffnen wollen oder gewisse Durchgänge. Auf dieser Oberwelt gibt es auch Zufallskämpfe, also wenn man sich da frei bewegt, kann es passieren, dass man angegriffen wird, gerade wenn man irgendwie abseits der Straße läuft, also man sieht dann immer so einen gewissen gepflasterten Weg. Dort passiert einem nichts. Aber wenn man den Weg verlässt, kommen dann all Zufallskämpfe, weil man ja gegen Banditen oder sowas dergleichen kämpfen muss. Also auch Zufallskämpfe muss man mit rechnen, aber aus diesen kann man relativ leicht flüchten. Ein weiteres Feature im Gameplay ist, dass man die Waffen anpassen kann.
Also man hat ein eigenes Menü für die Waffen, wo sie abgegradet werden können mit zusätzlichen Komponenten. Also ein Visier erhöht zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit. Ein Lauf erhöht zum Beispiel die Ladebeschleunigung. Ja, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber sowas in die Richtung geht's. Und da kann man ganz viel wildes Zeug machen. Ich werde hier bestimmt eine Einblendung mit reinlegen, wo man mal sieht, wie es bei mir aktuell aussieht. Und so kann man seine Waffen noch zusätzlich verbessern und wahnsinnige Kombinationen ausprobieren. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Komponenten wahnwitzige Waffenmodelle zu bauen, die fernab jeder Realität sind, die auch, glaube ich, gar nicht an die Realität angelehnt sein sollen. Also man kann da so Tetris-mäßig versuchen, die richtigen Komponenten ineinander zu stecken, um das Maximum aus seiner Waffe rauszuholen. Da kommt eine weitere taktische Komponente mit rein. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Komponente, dass man da, sich eben reinarbeitet und versucht, wirklich das Maximum aus seiner Waffe rauszuholen und das so zu optimieren, ja, dass da eben der größtmögliche Schaden gemacht wird, eine größtmögliche Ladegeschwindigkeit ist, um halt diese Waffenladung voranzutreiben, dass das schneller geht. Auch da kann man viel Zeit, glaube ich, reinstecken, um wirklich das Optimum aus seiner Waffe rauszuholen. Also auch das eine sehr wichtige Komponente, die man nicht vernachlässigen sollte. Und auch ein sehr schönes Feature ist. Also man kann da viel Zeit schon reinbuttern, finde ich. Ansonsten gibt es natürlich auch Sidequests. Die sind recht generisch. Ne? Also man muss mal eine Monstergruppe besiegen, Banditen besiegen, mal eine Sache abholen, von A nach B bringen, mal einen Weg zu einem Dungeon freilegen auf der Oberwelt. Also nichts wirklich Spektakuläres. Aber man kann dadurch seinen Jagdrang erhöhen, weil wir als Dreier gespannt sind quasi eine Jagdtruppe, die eben Aufträge annimmt. Ja, wenn man einen gewissen Rang erreicht hat, kriegt man ein paar Belohnungen. Ansonsten, ja, es gibt da mal ein paar nette Belohnungen, hauptsächlich ein bisschen Geld. Und das Beste sind dann mal so ein paar Erweiterungen für die Waffen, was sich dann wirklich lohnt. Was ich noch zur Geschichte ergänzen will, also pro Kapitel erledigt die Dreier-Truppe quasi Aufträge für die Adligen, die oben wohnen, um sich halt so den Lebensunterhalt zu verdienen. Und damit wird auch die Story so immer so vorangetrieben. Also es ist, wie gesagt, in Kapiteln und auch sehr episodenartig aufgebaut. Die Musik ist, ja, kann ich ganz kurz und knapp abhaken. Die ist sehr atmosphärisch, sie ist der Situation angepasst. Es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, Herausragendes, aber es passt einfach zum Gesamtbild. Ist sehr stimmig, gibt dem Ganzen nochmal was Zusätzliches mit. Ja, schwierig auszudrücken, wie man die Musik einordnen will. Sie ist solide. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Musik ist einfach solide, der Situation angepasst, macht Spaß in den Bosskämpfen, macht Spaß in den Dungeons. Passt soweit, würde ich sagen. So, zur Grafik. Ja, man merkt, dass das Game in die Jahre gekommen ist, 2010. Das sieht man dem natürlich an. Dennoch haben sie es jetzt mit der neuen Fassung. Es gibt eine neue 4K-Fassung mittlerweile für PlayStation 4, glaube ich, PC, Xbox One würde ich mal auch vermuten, das weiß ich jetzt aber nicht, ich weiß nur ganz sicher PS4 und PC und da haben sie es schon recht gut aufgehübscht. Also bei mir läuft das Ding einwandfrei auf dem PC über Steam und sieht auch ganz gut aus in seinen 4K, kann man machen und frisst auch nicht so viel Leistung, so wie ich das mitbekommen habe. Die Oberwelt ist halt sehr schlicht gehalten in Basel, auch die Dungeons. Man sieht dem Spiel einfach sein Alter an und das ist auch völlig okay. Also das muss man sich schon bewusst sein, dass man sich auf ein Spiel von 2010 einlässt. Ansonsten die Inszenierung der Kämpfe, gerade wenn man die Heldenangriffe macht und die wild durch die Luft fliegen, das ist schon sehr cool und sehr stylisch inszeniert. Also das ist, glaube ich, eins der auch mit der stylischsten rundenbasierten Spiele, die ich gespielt habe. Gerade was dann so die Inszenierung angeht, also gerade wirklich, wenn sie durch die Luft fliegen, ballern, Saltos schlagen und irgendwo einen flotten Spruch nach raushauen. Macht schon Spaß zuzugucken und wird auch nicht langweilig mit den Heldenangriffen. Und dadurch, dass es in einer Steampunk-Welt spielt, hat das Spiel allgemein wenig Farben. Es wirkt blass, Grautöne überwiegen. Ja, es ist typisch Steampunk,
muss man mögen. Also ist jetzt nicht typisch JRPG bunt. Es hat halt, ja, es ist sehr farbarm. Ich denke mal, so kann man das recht gut ausdrücken. Mehr will ich gar nicht an Worte verlieren. Ich versuche jetzt mich mal an einem Fazit und muss auch ehrlich sagen, dass mir das recht schwer fällt, da jetzt so eine abschließende Meinung zu finden. Es ist sehr speziell, es ist speziell anders und das macht Resonance of Fate auch so einzigartig. Also ich habe bisher nichts Vergleichbares gespielt, allein schon den Weg zu gehen, ey, wir machen ein rundenbasiertes Spiel, aber wir ballern rum. Ja, wir geben unseren Protagonisten einfach mal Waffen an die Hand und lassen die wild umherballern. Und wir lassen unsere Gegner wild umherballern. Also das ist, es wirkt alles ein bisschen crazy und abgedreht. Es verbirgt sich scheinbar eine recht philosophische, tiefe Story dahinter. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch, aber von dem, was ich da bisher so gesehen habe, macht das storytechnisch auch Spaß. Aber ich muss auch wirklich sagen, diese Story-Happen, die man immer so bekommt, immer nur so stückchenweise ein paar Brotkrümel zugeworfen, das ist auch ein bisschen ermüdend auf der Dauer. Ich irgendwie versuchen, alles zu zerschließen. Und ich hatte ganz oft den Moment, wo ich dachte einfach nur, hä? Was wollt ihr jetzt von mir? Ich verstehe es nicht. Ich würde behaupten, die wahre Stärke des Spiels liegt tatsächlich in dem Gameplay und in diesem taktischen Tiefgang, der am Anfang sehr überfordernd sein kann. Also gerade die verschiedenen Arten von Schaden, die Positionierungen in der Arena. Man muss da erstmal seinen Flow finden und man muss da wirklich ein paar Stunden rein buttern, bis man das wirklich verstanden hat und da so Muster erkennt und weiß, wie muss ich gewisse Gegner angehen oder wie gehe ich allgemein am besten vor, wie ist am besten mein Stil. Also man muss da wirklich seinen eigenen Stil finden und es gibt auch nicht diesen einen Stil, würde ich behaupten. Also man kann das auf verschiedene Arten spielen. Deshalb, das Gameplay ist die große Stärke von dem ganzen Ding, würde ich sagen. Aber die große Stärke ist auch ein großer Nachteil. Es ist dadurch auch recht komplex und man muss sich Zeit nehmen, sich da reinzuarbeiten. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, der es anfasst, macht das Tutorial in der Arena neben der Startstadt. Da wird einem sehr viel erklärt und das ist sehr, sehr hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ansonsten ist man, glaube ich, wirklich komplett aufgeschmissen und in diesem Tutorial wird einem wirklich alles Schritt für Schritt erklärt. Was auch noch hinzukommt, das Game ist echt herausfordernd, finde ich. Es ist nicht einfach. Die Kämpfe können knackig sein. Man muss auch eine gewisse hohe Frusttoleranz haben. Aber wenn man das hat und gewillt ist, sich da reinzuarbeiten und kein Problem damit hat, auch mal auf den Sack zu bekommen, dann ist man mit diesem Spiel wirklich sehr gut aufgehoben. Und ich glaube, dann hat man auch sehr viel Spaß damit. Also wer es strategisch, taktisch mag, wer sich reinarbeiten möchte, für den ist das genau richtig. Der bekommt dann auch noch eine gute Story obendrauf, sympathische Charaktere, eine coole Welt mit coolen Nebencharakteren, die alle irgendwo ein bisschen abgedreht sind. Also die sind alle so ein bisschen crazy drauf. Also ich habe aktuell unfassbar viel Spaß mit dem Spiel und kann es jedem JRPG-Fan nur ans Herz legen. Einfach mal ausprobieren, den Ganzen mal eine Chance geben, auch wenn es am Anfang schwer wirkt und einen erschlägt. Probiert es aus. Macht's einfach mal, gibt dem Ding eine Chance. Und mehr Worte möchte ich auch gar nicht verlieren. Wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne mir einen Kommentar da lassen, ob ihr Resonance of Fate kennt, ob ihr es selber gespielt habt oder ob ihr es jetzt vielleicht mal ausprobieren wollt. Ich habe ja nur jetzt einen kurzen Abriss gegeben. Lasst es mich gerne wissen. Ich antworte auch gerne zurück und bin gespannt, wenn ich ein bisschen was zu lesen habe. Ansonsten gerne auch ein Like da lassen, ein Abo da lassen, darüber freue ich mich auch sehr und bitte entschuldigt, wenn ich etwas kaputt aussehe. Es ist sehr warm hier drin und der Stream war auch sehr anstrengend. Ich muss ehrlich gestehen, es ist ein anstrengendes Spiel, aber wie gesagt, mir macht es unheimlich viel Spaß, weil man sich so reinarbeiten kann, weil es diesen taktischen Tiefgang hat und weil man sich in dieser Welt verlieren kann. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal.